Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Und wir haben unseren Rausschmeißer dabei. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir hier weitergehen müssen. Vor uns und dann nach links. Wir fahren erstmal nach unten. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Tatsächlich, ja, ich bin richtig. Ich weiß, wo ich lang muss. So. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Zack, zack. So, noch ein paar Bullets einsammeln. Muss mich kurz mal räuspern. So, hier sind ja gar keine Gegner mehr. Ich muss mal schauen. Ich bin jetzt natürlich verkehrt gegangen. Haha, ich wusste es. Ich wusste, ich bin jetzt verkehrt hier. Weil eigentlich sind hier Gegner. Gut, dann fahren wir nochmal hoch. Das soll ja nun kein Ding sein. Wo ist unser da? Dann fahren wir nochmal schnell hoch. Dann müssen wir nämlich oben bleiben. Ich gucke mal schnell auf die Karte. Dann müssen wir genau. Mann. Frosch im Hals. Das kennt man ja schon bei mir. Habe ich ja öfter. So. Jetzt geht das. So, ich denke mal, wir müssen hier mal lang. Vorsicht. So. Oha. Okay. Dann kommen wir jetzt hier rüber. Ah, ich möchte noch mit. Warte auf mich. So, was nehmen wir denn hier mal Schönes? Ach komm, wir nehmen den Brenner mal. So, kleinen Viecher. Wie machen wir rucki-zucki mit dem Brenner schnell mal platt. Und dann geht das hier hoch. Ey. Ratchet sprang und sprang. So. Hey, was soll das ganze Gespringe? Ja. Achso, da oben war, glaube ich, doch nichts mehr. Oder? Doch, da war noch was. Da war... Weiß ich nicht. War ich hier nicht eben schon? Nee, oder? Ah, seht mal. Ein Kartenpaket. Ja, dann schauen wir doch glatt mal rein, was wir hier bekommen haben. Schönes. Ich öffne mal. Oh. Mal schauen. Wir haben 4 Karten bekommen. Okay. Wir haben eine Karte für den Brenner bekommen. Eine für die Schmelzgranate. Wir haben einen für den Pyrositor bekommen, den wir noch gar nicht besitzen. Und wir haben eine von Veldin bekommen. Hier, die hier. Gut. Dann hat sich das ja tatsächlich ausgezahlt, dass wir hier nochmal lang sind. Ich wusste auch, da oben ist noch was. Ah, jetzt können wir weiter. So, ich denke mal... Komm, wir nehmen mal den Rausschmeißer. Wir schmeißen ihn mal raus da vorne. So, kommt da oben noch einer? Uah, ja, kommt tatsächlich noch einer. Aber für den würde ich gerne... Zack. Oh, aua. Da habe ich den etwas zu weit geworfen, tatsächlich. Zack. Ja. Super. Zack. Jetzt aber. So, schön. Dann kann ich hier die Kisten noch schnell mal holen. Und wir müssen mal schauen. Wir müssen jemanden finden, der uns helfen kann, unser Schiff zu reparieren. Warum? So, da. Erstmal Rausschmeißer für euch. Sehr schön. Sind sie alle weg? Ah, da hinten ist noch einer, aber der interessiert mich jetzt noch nicht. So. Oh, 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 oh. Oh, das war natürlich schlecht. So. So wollte ich machen. So, sehr schön. Dann, nein, den nehmen wir noch nicht. Ich sammle jetzt erstmal hier die Bolts ein. Mal gucken. So, jetzt können wir hier gerne mal ein bisschen dran drehen, damit wir da hochkommen. So. So. Na komm. So, mal sehen, wen wir hier treffen, wenn wir hier lang gehen. Oh. Da würde ich gerne den Brenner wieder nehmen.
würde den nämlich gerne mal aufrüsten. So. So, erst kleinen Moment mal. Ich stelle dann doch mal meinen PC mal auf lautlos, weil sonst höre ich das Ganze doppelt. Oh, Hallöchen, ich freue mich, dass du hier bist. Ich war... Hey, kennen wir uns schon? Ich verspüre ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube nicht. Die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klempner. Wie auch immer, ich habe versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Dreckstruppen aufgetaucht sind. Die gesamte Region ist voll von Blagtransportschiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ja, ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf dem Weg zu ihm, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick darauf werfen? Aber natürlich, stibitzt von einem der Blag-Soldaten. Bitte sehr. Na, wie ich sehe, hast du ein paar Transportprobleme. Treffen wir uns doch bei deinem Schiff. Wir machen dich wieder fit und abflugbereit. Ist der Typ echt das Abwasserrohr runter? Huh. Naja, es sieht wie der schnellste Weg nach unten aus. Probieren wir es. Ja, das machen wir gleich, nachdem ich hier die Kisten noch geholt habe. Weil Munition kann man immer gut gebrauchen. Und ich würde mal sagen, mit Anlauf jetzt. Und juhu. Das ist meine Wasserrutsche. Und schon sind wir wieder vorne. Wollen wir noch mal? Nein, jetzt nicht. Also gut, mal sehen, was wir hier haben. Und so zogen Ratchet und Clank los, um ihr Schiff mit der Hilfe des Klempners zu reparieren. Sie ahnten noch nicht, dass sie bald der Großartigkeit so nahe kommen würden, dass sie das Anspannen ihres mächtigen Bizeps hören können. Aber zuerst begegneten sie einem gehirnfressenden Zombie-T-Rex. Eine Sekunde mal. Ich erinnere mich an keinen hirnfressenden Zombie-T-Rex. Okay, na schön. Spielverderber. Tja, ihr seid jetzt wieder startbereit. Bringt bitte diesen Infobot zu Captain Quark. Versprochen. Danke für die Hilfe. Gern doch. Bis zur nächsten Fortsetzung. Der Klempner ist immer wieder lustig. So, jetzt könnten wir natürlich weiter... Aber wir wollen jetzt erstmal kurz mal zum Verkäufer reingucken. Komm in mein Büro. Einwandfrei. So, ich habe 6 Raritanium. Wir haben, können Pyrositor kaufen oder die Protonentrommel. Pyrositor finde ich eigentlich ganz viel lustiger. Ich kaufe die mal. So. Sehr schön. Ja, und jetzt zieh los und zeig's der Welt. Ja, Mann. So. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig, denn wenn wir auf die Map gucken, gibt es hier noch einen Weg und den nehme ich jetzt noch mit. Dazu müssen wir nämlich hier lang. Es ist ein bisschen versteckt. Ich kann auch ein bisschen hier im Wasser planschen und dann geht das weiter. So, genau, hier müssen wir durchschwimmen. Unten sind auch noch... Unser Funkspielsalarmax hält die Luft an und taucht ein in die Tiefen des... tiefen Wassers. So. Ich mach mal die Tür auf. Sesam, öffne dich. So. Wollen wir mal schauen. Hier können wir hier den Pyrositor gut gebrauchen. Das scheint ein Profi zu sein. Laut meiner Datenbank wurden sie von Zack Industries zur Unterstützung der Kampfbots entwickelt. Na, dann mal los. Eine gute Unterstützung sind die aber leider nicht. Weil die können ja nicht wirklich viel, die Viecher. So, dann wollen wir mal hier durchtauchen. Wir sehen auch auf der linken Seite die Sauerstoffanzeige. Wir haben natürlich nicht unendlich Sauerstoff. Jedenfalls noch nicht. Es wird sich aber vielleicht im Laufe des Spiels ändern. Schauen wir mal. So,
So, genug im Wasser geplanscht. Noch mehr Schurken. Aufgepasst. So, ich flambiere die mal ein bisschen. Na, wird dir warm? Na, wird euch warm? Ihr haltet aber echt viel aus, muss ich sagen. Und jetzt habe ich sogar keine Munition mehr. Sowas. So, dann schmeiße ich da mal so einen Ausschmeißer rein. Hallo? Die sind ganz schön hartnäckig, muss ich sagen. Ich habe auch gesehen, die teilen sich auch nochmal. Und ja. So. Müssen wir hier wieder durchtauchen. Moment, ich muss mal gucken. Ja, genau. Ich muss nochmal zurück. Weil hier ist nämlich das Geheimnis schon. Und das ist nämlich hinter dieser Wand. Weil, wenn wir mal schauen, wenn wir hier mal, hier kann man nämlich so ein bisschen durchgucken. Da kann man nämlich was sehen. Und ich denke mal, wir sprengen das einfach mal auf hier. Zerstören. Weißt du, das hat Grimm auch mal gesagt. Ah, ich habe, was habe ich denn hier jetzt bekommen? Schauen wir mal. Ah, eine Holokarte für einen Schraubenschlüssel. Sehr schön. Da haben wir schon zwei. Hier gibt es auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wann der Schraubenschlüssel das erste Mal aufgetaucht ist und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, jetzt will er uns hier schon hier die nächste Waffe hier andrehen. Ja, nicht mit uns. Die werde ich mir wahrscheinlich noch nicht kaufen, oder? Ah, doch, ich will die mir eigentlich relativ früh dann schon kaufen. Umso einfacher haben wir es dann nachher. Weil die dann nämlich schon ein bisschen mehr aufgerüstet ist. So, mach mal hier auf. Ich möchte wieder raus. Schau mal. Einmal auffüllen. Protonentrommel. 4000. Ja, dann habe ich ja fast nichts mehr übrig. Das kaufe ich mir noch nicht. Wir könnten jetzt tatsächlich schon weiterfliegen zum nächsten Planeten. Machen wir auch mal. Ratchet und Clank waren glücklich, als sie entdeckten, dass ihr frisch repariertes Schiff über einen verbesserten Hyperraum-Navigationscomputer verfügte. So, jetzt können wir uns also hier einen Planeten auswählen. Und wir sind ja jetzt auf Novalis gewesen. Novalis sieht ziemlich tipptopp aus. Genau. Und wir könnten jetzt auf Kerban oder auf Aridia. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erst einmal auf... Ich weiß es gar nicht. Wo wollen wir denn mal zuerst hin? Wir gehen, glaube ich, mal auf Kerban als nächstes. Wir sollten die Schutztruppen auf Kerban warnen. Genau. Aber ich denke mal, das machen wir aber im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.